Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist 8:30. Es ist verdammt warm. Ja, es hat, glaube ich, schon über 30 Grad. Heute sollen es, glaube ich, 38 werden. Ich habe gedacht, wir machen mal ein kleines Balkon-Update, was da schon lange nicht mehr gab. Und ja, willkommen. So, kurzer Überblick. Ja, ich habe gerade hier noch Kaffee getrunken. Es ist etwas chaotisch, aber wir gehen das jetzt einfach mal zusammen durch. So. Wir haben hier meine Tomate German Gold. Ich gehe mal ein Stück zurück, damit ihr das besser sehen könnt. Die ist recht groß. Die geht mir fast bis zur Brust und ich bin 1,64. Und die bekommt jetzt eben Blüten. Endlich. Das ist immer ein bisschen schwierig, sie zu finden. Hier. Blüten. Die blühen jetzt noch nicht, aber hoffentlich bald. Und ich bin sehr gespannt. Hier kommen auch noch mehr. Ja, die German Gold Tomate. Mein Kalamondin-Bäumchen. Ich freue mich riesig. Da kommen nämlich neue Blüten. Da sind auch noch ein paar Früchte dran. Hier seht ihr ein so langes Ding, das ist neu gewachsen und die hellen Blätter generell. Ja, ich weiß nicht, das sieht ein bisschen komisch aus hier. Vielleicht muss ich das mal abschneiden. Ja, von Hema, meine Erdbeeren, verdammt. Ich muss sie unbedingt pikieren. Ich meine, wie sollen die denn darin bitte wachsen? Ja, aber wie ihr sehen könnt, ja, läuft, ne? Dann habe ich hier dieses große Ding. Hier oben habe ich die Erdbeerminze, die jetzt schon angefangen hat zu blühen. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das so optimal ist, aber so ist es halt. Dann habe ich hier Salbei. Die leiden jetzt auch ein bisschen bei der Hitze. Oh Gott, wo komme ich denn jetzt hier hinter? Das ist Basilikum. Und hier ist noch eine Erdbeere. Ich kann euch das schlecht zeigen. So, dann habe ich hier eine Pretty in Purple und die bekommt, wie ihr sehen könnt, überall neue Knospen und auch Blüten. Irgendwo habe ich das gesehen, dass die so schön lila blüht, ich glaube bei der anderen. Ja, also, voila. Gehen wir mal auf den Tisch. Wir haben hier den Mango, nicht den Mango, den Avocado-Kern. Ich bin super stolz drauf. Guckt mal. Schick, oder? Jetzt habe ich mir meinen Nagel zerstört. Ja, also der sieht wirklich gut aus. Und hier haben wir das Mangobäumchen, das hier irgendwie so ein bisschen weißes Zeug auf den Blättern hat. Ich weiß nicht genau, aber es lässt sich so wegstreichen. Also keine Ahnung. Tada! Dann das Olivenbäumchen. Oh mein Gott, Leute, da hatte ich ja wirklich gedacht, das lebt nicht mehr. Das kriegt aber, hat ja überall neue Blätter bekommen. Das war, wie gesagt, ganz kahl. Jetzt seht ihr aber, dass überall neue Blätter kommen. Sieht auf jeden Fall gesund aus. Olivenbäumchen. Jetzt wird's eng. Hier haben wir eine Erdbeere. Das ist ganz lustig. Diese Erdbeerteil war quasi von vornherein da. Ohne Blüten, ohne alles. Da bin ich jetzt auch glücklich, dass es soweit ist. Aber mein Freund hat dann hier einen Ableger einfach in die Erde gepackt. Und wie ihr sehen könnt, da geht einiges. Es geht weiter mit Tomaten. Das ist die orangene Tomate. Da hatte ich ja den Samen aus dem Supermarkt. Die ist wirklich richtig, richtig groß. Und bekommt hier oben halt nochmal neue Tomaten. Ganz oben hier nochmal Blüten. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und es hängen auch schon einige Tomaten dran. Ja, bin ich sehr stolz. Weiter geht's. Das ist die Tomate San Marzano. Hat auch schon wunderbare Früchte dran. Und hier unten kriegt sie noch mehr. Hier oben kommen noch mal Blüten. Das ist die gestreifte Tomate, die ich auch im Supermarkt gekauft habe. Hat die schon Tomaten? Ich glaube nicht. Hier sind auf jeden Fall Blüten. Tomaten hängen aber noch keine dran. Dann die Fuzzy Wuzzy. Ich hole die mal hoch. Also die ist richtig buschig geworden. Hat auch schon einige Tomaten dran. Und auch unfassbar viele Blüten. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Oh mein Gott, die sehen so lustig aus. Weil die sind haarig, auch die Tomaten. Ich versuche mal nachher da mit dem Olo-Clip ein Foto zu machen. Ja, aber wie ihr sehen könnt, das sind überall kommen neue Blüten. Überall kommen neue Tomaten. Also der geht es wirklich hervorragend. Dann haben wir hier die Cocktailtomate vom Acker.
Ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich da ein bisschen den Überblick verloren hatte und nicht mehr wirklich so ausgegeizt. Obwohl, doch ausgegeizt ist sie eigentlich recht okay. Hier könnte man noch was wegmachen. Achso, das nennt man übrigens Ausgeizen. Ihr seht hier so eine Astgabelung. Ach nee, ich sehe die nicht. Eine Astgabelung und die Dinger, die hier zwischendrin sind, macht ihr weg, damit die Pflanze eben mehr Kraft in die Früchte stecken kann. Was ich eigentlich sagen wollte, war, ihr seht, die ist sehr unförmig. Man kann es nicht anders ausdrücken, aber sie hat unfassbar viele Früchte schon dran. Hier zum Beispiel und hier und hier. Da kriegt sie eben auch neue Blüten. Es blüht eigentlich überall. Also ich glaube, da kann man eine reiche Ernte erwarten. Die Jessie von Instagram hat auch gemeint, sie hat schon einige geerntet. So, dann sind wir ganz vorne. Ich habe jetzt gerade eben gegossen bei den Temperaturen, Leute. Das ist eine Katastrophe. Haben wir hier mein Currykraut. Das hier ist der, wie heißt das, Johannisbeersalbei. Hier könnt ihr sehen, die Tomate ist leider hier vorne ein bisschen verbrannt, aber es ist eben die ganze Zeit Sonne drauf. Eine Balkontomate, die bekommt aber auch schon Tomaten. Ich muss das mal nachher ein bisschen wegschneiden. Das braucht ihr jetzt nicht unbedingt noch mit sich rumtragen. Aber ja, sieht ganz gut aus. Dann kommen wir zu einer kleinen Enttäuschung, und zwar die mexikanische Zwerggurke. Die sah am Anfang ja super aus. Und ich muss sagen, bei der Jessie sieht die auch super aus. Sie hat die ja aus Samen gezüchtet. Erstmal hier vielleicht unten. Ihr seht, die hat hier überall so kaputtes Laub. Laub sagt man das? Weiß ich nicht. Oben sieht sie dann wieder besser aus, aber ja, weiß ich auch nicht genau. Was auch toll ist, hier hat sich eine Tomate selbst ausgesät, da. Und ich habe die jetzt einfach mal stehen gelassen, weil es ist ein riesen Bottich. Guck mal, geiz mir mal noch eben aus. Und diese Tomate, die hat eben jetzt auch schon Blüten. Und ich finde es grandios. Hier oben. Und hier seht ihr auch, wie sich die, die Gurke hier überall festhält. Ich lasse die jetzt einfach mal so machen, was sie möchte. Was soll's denn? Warum sollte ich die denn jetzt auch wegmachen? Wir haben schon ein paar Früchte. Mal gucken, ob ich euch das zeigen kann. Hier zum Beispiel, was mir bei aufgefallen ist, was ich jetzt auch gehört habe bei Instagram, dass es bei einigen ist, dass die Früchte abfallen. So, das hier ist die Yellow Submarine Tomate. Das ist eine gelbe Cocktailtomate. Da sind auch schon ganz viele dran. Kommen noch mehr. Ui. Und die ist auch am Blühen. Hier unten haben wir... Oh Gott, es ist wirklich eng hier, Leute. Das ist Knoblauch, der jetzt auch kommt, aber nur bei zweien. Ich habe ja viel gesät, nicht gesät, gesetzt. Ach, guck mal einer an, hier geht die Gurke weiter. Hier haben wir Basilikum, auch welcher, der blüht. Die Blumenwiese hat auch schon bessere Tage gesehen, aber ich glaube, die hat da einfach zu wenig Platz in diesem Balkonkasten. Hier habe ich noch ein paar Sachen. Was haben wir denn da alles? Hier eine Tomate Yellow Submarine zum Beispiel und ja, lauter solche Sachen hier, die fängt schon an zu blühen. Die wollte mein Freund eigentlich mit Nikita nehmen, hat er nie gemacht, jetzt stehen sie halt immer noch hier. Dann haben wir eine gestreifte Tomate. Aha. Die andere war dann die Black Zebra, glaube ich. Ja, also dann ist die aus dem Supermarkt. Die hat hier auf jeden Fall... Oh, das Licht jetzt war ganz schön komisch. Die hat hier auch schon überall Früchte und blüht. Oh Gott, Leute, mir ist so heiß. Das hier ist mein Baum. Ja, der steht hier da einfach mal mittendrin. Noch eine Balkontomate, die vorne eben auch so aussieht. Hat aber auch schon Früchte. Ich weiß nicht, welche die gelbe ist und welche die rote. So, und hier haben wir die Pretty in Purple. Und da könnt ihr die schönen Blüten sehen. Die muss ich auch gleich mal nochmal fotografieren. Ja, die sieht auf jeden Fall gut aus. Ich glaube, ich habe irgendwo schon Chilis gesehen. Weiß ich jetzt aber gerade nicht mehr.
Und dann haben wir hier noch die Johannisbeertomate, die ich von der Jessie bekommen habe. Da ist auch schon was dran. Und ich glaube, im Großen und Ganzen war es das jetzt. Ich bin auch schon wieder total nass geschwitzt. Lass mich so für die Kamera trauen, ne? Alles nur für euch. So, das war der Balkon auf jeden Fall. Ein kleines Update. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ach doch, ich habe den Basilikum vergessen. Moment. Und das ist dieser Piccolo-Basilikum. Oh mein Gott. Der ist wirklich monströs geworden. Ich habe hier schon einiges weggeerntet, wie ihr sehen könnt. Aber da geht einiges. Und ich finde den auch super lecker. So, wir sind durch. Ich werde versuchen, heute auch noch ein Ackervideo zu drehen. Kommt auf die Temperaturen drauf an. Vielleicht mache ich das auch erst morgen. Aber auf jeden Fall dieses Wochenende. Ich habe es mir ganz fest vorgenommen. Jetzt habt ihr auf jeden Fall schon mal den Balkon wieder mal gesehen. Nach langer Zeit. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Wie sieht es denn bei euch auf dem Balkon oder auf dem Acker aus? Und erzählt mir das gerne mal. Und wir sprechen uns bald wieder und sehen uns bald wieder. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!